Morgen wird der Nationalrat die Immunität von Ex-Verteidigungsminister Herbert Scheibner vom BZÖ aufheben, weil die Staatsanwaltschaft gegen Scheibner ermitteln will. Der hat nämlich Zehntausende Euro Honorar von der Firma Eurofighter bekommen, von genau jenem Konzern also, der die umstrittenen Abfangjäger an Österreich verkauft hat. Diese Entscheidung fiel 2002, als Scheibner der zuständige Minister war, damals noch für die FPÖ. Und seither sind Spekulationen über mögliche Schmiergeldzahlungen rund um das Milliardengeschäft nie verstummt. Die Entscheidung für den Eurofighter Typhoon fällt offiziell im Juli 2002 und ist eine echte Überraschung. Denn die Jahrzehnte davor hat Österreich schwedische Traken benutzt und der Nachfolger Gripen galt als logische Wahl. Aber die schwarz-blaue Regierung hat den Eurofighter genommen, die damals absolut teuerste Variante. Wir haben uns dann gemeinsam letztlich für ein Projekt entschieden, das die weitreichendste Zukunftsdimension hat. Aus ÖVP-Sicht war das weniger eine Überraschung, aber die FPÖ, insbesondere der Finanzminister, war im Vorfeld der Entscheidung sichtbar anderer Meinung. Zum Grundsatz ist meine Position zu den Abfangjägern bekannt, dass ich hier wirklich sehr skeptisch bin. Ist keine Frage, das hat sich auch nicht verändert, wird sich auch nicht verändern. Der FPÖ-Verteidigungsminister verhielt sich abwartend, waren seine Militärs doch traditionell für den Gripen und Scheibner hat das gutiert. Ich kann Ihnen nur sagen, dass die militärische Bewertung, die technische Bewertung und auch die finanzielle Bewertung nicht abgeschlossen ist. Aber wer im Vorfeld noch Widerstand geleistet hat, war dann plötzlich auf Eurofighter-Linie. Ich darf von meiner Seite hinzufügen, dass diese Entscheidung die bestmöglichste ist, die im Konsens zu erzielen war. Das heißt, ich trage diese Entscheidung auch entsprechend vollinhaltlich mit. Bei Abwägung aller Kriterien und auch vor allem deshalb, weil es möglich ist und auch hier garantiert ist, dass die Kosten für dieses Gerät auch dem Verteidigungsbudget zugemittelt werden auf die Dauer der Finanzierungszeit, ist es eben möglich gewesen, für das technisch beste Gerät, nämlich den Eurofighter, zu entscheiden. Was diesen Schwenk bewirkt hat, das blieb schleierhaft. Wie man im Nachhinein zu wissen glaubt, war bei der Eurofighter-Entscheidung eine Menge Bestechungsgeld im Spiel. Die italienische und auch die österreichische Justiz ermitteln. Und wie im parlamentarischen Urausschuss bekannt wurde, sind an das FPÖ bzw. BZÖ nahe Ehepaar Rumpold rund 9,5 Millionen Euro geflossen. Unerklärlich viel Geld von EADS, Eurofighter, für Lobbying oder wie auch immer man das nennen will. Und noch ein Indiz, Alfons Mensdorf-Puy erschreibt damals von aggressiven Zahlungen. 9 Jahre, die Buwog und die Telekom-Affäre später, erscheint all das in einem anderen Licht. Und dann kommt dieser Tage noch einmal Ex-Minister Herbert Scheibner ins Spiel und die 60.000 Euro von Eurofighter. Die Eurofighter, alles in allem entweder eine bemerkenswerte militärische Entscheidung oder doch der größte Coup in der Geschichte Österreichs. Letzteres steht in einer Anzeige, die gleich im Juli 2002 bei Gericht eingelangt ist. Leider war die Anzeige anonym.